Ja, und herzlich willkommen zurück bei Let's Plays. Ja, ich wollte schon sagen Star Wars Jedi Knight 2, um Gottes Willen. Nein, WWE 2K16. Leute, ich habe richtig verkackt in der letzten Folge. Ich weiß, das war halt einfach wirklich mies. Und einige haben auch geschrieben, zum Beispiel, ich soll einfach ein bisschen besser auf den Finisher achten. Das sind halt solche Kleinigkeiten, auf die ich achten kann. Ich weiß, das sollte ich auch auf jeden Fall tun. Aber wie gesagt, mir ist das so ein bisschen aufgefallen, dass ich echt im Spiel schlecht bin. Was aber jetzt auch nicht irgendwie als Entschuldigung oder so gelten soll. Deswegen machen wir jetzt mal weiter. Und vielleicht können wir auch im Match diesmal ein bisschen reden. Wir kämpfen gegen Sami Zayn, gegen den haben wir ja schon mal verloren. Und mal ganz kurz, ich gucke nochmal unter Charakter, Fähigkeiten. Da könnten wir, glaube ich, etwas skillen. Unter Eigenschaften meinte ich natürlich. Ja gut, da kann man wohl erstmal nichts skillen. Ja, gehen wir mal raus. Wir müssen es auf jeden Fall probieren. Ohne probieren geht natürlich hier nichts. Ich finde es halt... Solche Games sind natürlich richtig spaßig, ne? Aber man muss halt immer wieder probieren, probieren, probieren. Probieren geht natürlich nur über Studieren, anders geht's natürlich nicht. Ich weiß, teilweise wiederhole ich mich natürlich und entschuldige mich natürlich auch immer, weil ich rechtfertige mich für Dinge, die ich einfach nicht mal machen muss, aber ihr schaut mir halt nur mal zu und ich denke, es ist halt auch wichtig, dass eine vernünftige Message erstmal auch kommt hier, damit ihr überhaupt wisst, worum es hier eigentlich geht und was für Probleme ich habe. Wenn man dann, was weiß ich, 5, 6 Spiele spielt und dann auf einmal wieder WWE aufnimmt, dann... Ja, vertut man sich teilweise auch mit der Steuerung. Man hat mal gute Tage, mal schlechte Tage. Aber jetzt probiere ich es auf jeden Fall. Und los. So, und wenn es jetzt irgendwie... Moment. Wenn es jetzt irgendwie laggen sollte, dann wundert euch nicht, weil ich im Hintergrund noch etwas rendere. Ja, und jetzt sind wir auch schon beim Thema, was ich gerne ansprechen wollen würde, Leute. Und zwar wahre Freunde. Wie findet man wahre Freunde und wie zum Teufel... Oh, das war nicht so toll. Wie zur Hölle kann man... Ja, wie kann man das unterscheiden? Wahre Freunde und Freunde halt, die für einen da sind. Das ist halt immer so ein Thema, wie ich finde, womit sich jeder schwer tut, weil jeder halt andere, ja, ich sag jetzt einfach mal andere, ja, andere Vorstellungen hat, wie das sein soll. Man muss schon ein bisschen so, solche Themen differenzieren. So, Moment, schön auf dem Rücken. Ja, man muss solche Themen ein bisschen differenzieren, weil ich der Meinung bin, dass, Moment... So. 2, 3, so. Weil es ist halt nun mal so, dass heutzutage ja man sehr oft enttäuscht wird. Oh, das war nicht so gut, da habe ich zu langsam gedrückt. Leider Gottes. Super. Super, ja, und das ist halt so ein Thema, Leute. Ich weiß ja jetzt nicht, wie eure Meinung dazu ist. Seid ihr mittlerweile auch vorsichtig, mit wem ihr euch wirklich befreundet? Also, mit befreundet meine ich jetzt wirklich sehr eng und ihm von all euren Problemen erzählt und ihr wirklich durch, also alles Mögliche natürlich auch durchmacht. Sag mal, was ist denn hier los? Oh. Wartet mal, ich habe eine Idee. Oh, fuck. So, Moment, wir warten ein bisschen. Ein paar Mal können wir eigentlich draufhauen. Oh. Moment, jetzt. Probieren wir es. Oh, das war nicht so gut. Autsch, meine Hand. Ja, ich kann nichts machen. Moment. So, sehr schön. Meine Güte. Ja, wir müssen es auf jeden Fall ein bisschen aufladen hier. Ja, ich habe gegen den Kerl verloren. Erinnert euch vielleicht? War nicht so toll, wie ich finde. Oh, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Komm schon. Oh, Mist. Das war nicht so toll. Ja, das auch nicht. Leider, jetzt habe ich kassiert. Ein bisschen. Oh, danke. Endlich. So können wir uns ein bisschen aufladen. Ja, und ihr habt auch schon ganz klar geschrieben, Leute, wie ich zum Beispiel ja, bestimmten Signaturen ausweichen kann. Ihr habt das in die Kommentare geschrieben, was ich sehr, sehr nett fand. So, Kollege. Oh.
Fuck, das war nicht so gut. Ist auf mich gesprungen. So, Moment. Hau drauf jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Moment. Oh, ich hätte, glaube ich, Signature machen können, oder? Ich weiß es gar nicht. Habe ich gar nicht gerade gesehen. Das ist auch gut. Wir haben jetzt 115%. Ich finde das gut, dass er mich so angreift. Bin ich euch ganz ehrlich. Weil so kann ich... Oh, er hat auch gleich voll. 98% hat der Kerl. Wir müssen aber ausweichen jetzt. Moment, jetzt. Sehr schön, jetzt hauen wir ein Signature drauf. Komm, komm. Machen wir, kriegen wir hin. Mir hat noch nie jemand diesen Signature abgewehrt. Interessant. Kann man eigentlich diesen Signature abwehren? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. So, geladener Finisher machen wir jetzt auch noch gleich. Ich glaube nicht, dass er den abwehrt. Ich bezweifle ich. Und los. Sehr schön. Jetzt können wir nochmal draufspringen. Zwei, dreimal vielleicht. Eins. Nochmal. Und zwei. Richtig gut, der ist jetzt rot. Nochmal. Komm, komm, komm. Richtig gut, richtig gut, richtig gut. Nochmal, 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 Leute. Nochmal. Dreimal können wir das, glaube ich, machen, ne? So, jetzt warten wir jetzt. Jetzt warten wir ein bisschen. 56% habe ich gerade. 56%. Wir sind jetzt dreimal gesprungen. Und beim vierten Mal weicht er ja aus. Ihr habt das ja in die Kommentare geschrieben. Ja, und ich weiß auch, wie ich diesem Signature ausweichen soll. Ich soll dem Angreifer auf jeden Fall ausweichen. Also dem Balken. So, sehr schön. Eins, zwei, drei. Jetzt warten wir. Der lädt jetzt wieder nach, logischerweise. Und auch mal vielleicht von hinten. Oh, der ist ausgewichen, klar, logisch. Wurde auch mal Zeit, dass er ausweicht. Ja, jetzt will er sein Signature machen, denke ich einfach mal, ne? So, wir haben 80%. Eins, zwei, drei. Wir warten jetzt. Es könnte sein, dass er gleich ein Signature versucht. Ich versuche, den abzuwehren. Ups, das war zu spät. Moment, ich habe es geschafft. Sehr gut. So, eins, zwei und jetzt Signature. So. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Jetzt machen wir geladenen Finisher. Er hat keine Chance eigentlich. Jetzt hat er verloren. Er muss jetzt verloren. Er muss jetzt verlieren. Er muss jetzt verloren, was rede ich da? Er muss jetzt verlieren, der Kerl hat keine Chance. Zieh, Alter, zieh. Eins, zwei. Was? Ja klar, logisch, weil er noch Balken hatte. Wenn er keine Balken mehr hat, dann kann er auch nicht abwehren. Logischerweise. Ja, wir hätten gerade vorhin taktisch eigentlich nochmal abwehren sollen, aber ich habe es nicht gemacht. Das war ein Blödsinn jetzt von mir, was ich gemacht habe. Schade. Egal, wir machen nochmal. Der zieht sich jetzt zwar hoch, aber egal. Eins, zwei. Lass ihn mal. Wir lassen ihn das mal machen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch verlieren kann. Das ist sehr unwahrscheinlich. Oh. Das war blöd. Jetzt hat er dafür seinen Finisher voll. Vielleicht können wir seinen Finisher abwehren, Leute. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil, wenn wir den abwehren können. Jetzt macht er seinen Finisher. Okay. Moment. Jetzt. Sehr gut. Nein. So, Moment, wir springen drauf. Ah, ich hoffe, er macht das nicht. Ah, Mist. Ich dachte, er würde nicht abwehren. Schade aber auch. Ach, er zählt. Ja klar, gerne. Warum nicht? Gibt uns ja extra Punkte. 99,5%. 99,5%. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Vielleicht kriegen wir es hin. Nein. Fuck. Oh Gott. Das war schlecht. Oh, Mann, Mann, Mann. Steh auf, Alter. Steh auf, steh auf, steh auf.
Zu spät. Zu spät. Ich war zu spät. Was macht der Kerl denn da? Ach du Kacke. Ja, ja, das könnte eng werden. Der hat ganz schön viel da, Leute. Der hat ganz schön viel. Aber wir haben auch was. Nämlich jetzt. Komm, komm, komm. Ach du Scheiße, der hat abgewehrt. Wir sind rot. Der hat abgewehrt. Der hat abgewehrt. Scheiße aber auch. Verdammte Axt. Signature hat der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist taktisch gerade viel besser als wir dran. Ach du Kacke. Alter, was ist los? Nimm das. Los. Komm schon. Komm schon. Zu früh? Wieder zu früh? Mist. Jetzt sind wir rot. Jetzt sind wir rot. Oh, ja, 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 gut. Nein! Ach du Scheiße, ich hab viel zu früh gedrückt. Ach du Scheiße. Fuck, Mann. Wir hätten das Match gewonnen. Ich hab sowas von dominiert eigentlich am Anfang. Ich hab extrem dominiert, Leute. Ich hab richtig dominiert, nur ich hab einfach falsch gedrückt. Okay, es geht das Gerücht rum, dass du verletzt bist. Ich verletze andere. Ja, wir werden ganz klar provozieren. Am I injured? You got this twisted. I'm the one that injures people. The authority? Die Authority war bla bla, ziemlich aktiv. Was denkst du darüber? Ich will, dass sie die WWE verlassen. Nein, ich liebe die Authority. The Authority runs this place. Das war einfach extrem Pech. Ich weiß, Leute. Also, das ging ziemlich schnell da gerade mit dem Drücken. Das war einfach zu unvorsichtig. Und deswegen haben wir verloren. Ich muss mal ein bisschen darauf mehr achten. Also mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, auch was Pindown angeht. Darauf sollte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr achten. So, nächster Match wäre dann am Mittwoch. Sekunde. Gegen wen wir da kämpfen? Gegen Sami Zayn. Nochmal. Na gut, kein Problem. Und nächstes Mal hoffentlich besiegen wir ihn. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier bei dieser schönen Folge WWE 2K16. Vielen Dank, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge.